Moin meine Freunde und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Mortal Shell. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade wieder ein bisschen mit Musik angefangen, so wie immer. So, und dann haben wir noch ein kleines Arschloch da oben, das uns mit Pfeilen beschießt. Und da sind noch... Ich frage mich gerade, was wollten die uns da das eine Mal zeigen, was wir da suchen sollten? Ich bin verwirrt. Okay, wohin geht's denn jetzt? Wieder ein Dude, der Musik spielt. Darf ich mitspielen? Nein. Nein, 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 nein. Die werden aggressiv. Ich habe nichts zu tun. Ich habe wirklich nichts zu tun, Freunde. Also manchmal werden die aggressiv, manchmal nicht. I don't know. Ich töte nicht den Typ, der Musik spielt. Das ist ein Ehrenmann. Ein bisschen Musik nebenbei zu haben, ist ganz nett. Scheiße. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ah, scheiße. Ja. Dickes Problem, wollte ich gerade sagen. Wir sind tot. Och, Mann. Scheiße, my bad. Ich habe nicht auf Ausdauer geachtet. Sofort, weißt, wir fangen gerade erst an und schon wieder geht's los. Schon wieder ist Roman tot. Jetzt müssen wir halt wieder dieses also der Weg ist ewig. Ewig. Bis wir dahin, wo wir hinwollen sind. Das ist halt weit weg. Weit, weit, weit weg. Weil wir haben keine Bonfires im Spiel. Es existiert einfach nicht. Die Pilze nehmen wir natürlich mit. Wir waren halt auch auf der linken Seite noch nicht. Da hoch müssen wir eigentlich. Und wir sind jetzt rechts gegangen und weitergegangen. Was uns natürlich hilft und wiederum auch nicht. Also wir können hier lang, glaube ich. Das weiß ich ja noch. Hier sind zwar Gegner, aber da scheißen wir einfach mal kurz drauf. Wir gehen einfach mal kurz zu Mr. Frosch. Der wird uns schon irgendwie helfen. Ah, hier lang mussten wir, ne? Rechts. Da sind wir als letztes gewesen. Wir rennen hier jetzt einfach mal gekonnt durch. Oh mein Gott, der ist aber so schnell immer. Das ist unglaublich. Ja, ich glaube, die müssen wir, sollten wir fighten. Ach komm, es ist echt durchgegangen. Und meine Attacks gehen absolut nicht durch. Was ein Scheiß, aber auch. Ja, vor dem sollten wir trotzdem besiegen. Ich bin schon wieder tot. Das hatte ich definitiv gedodged. Also bei mir. In meinen Gedanken. So, jetzt. Wo kommt er denn jetzt her, Digga? Eins, zwei, so. Ich wollte da so ein bisschen mehr durchrennen, aber ich weiß gar nicht. Hier müssen wir, glaube ich, wieder clearen. Normal. Sollten wir. Wir wissen ja nicht, was uns dann erwartet. Ja, hier sind wir wieder im Umland. Ja, ich wurde schon wieder so eklig abgebrochen. Lol. Eigentlich sollten wir zurückgehen, weil ich habe jetzt gesehen, wo wir halt auch noch hingehen könnten. Sagen wir mal so. Ah, dich habe ich schon vergessen gehabt. Eins, zwei, drei. Eins. Oh mein Gott. Mit der Ausdauer habe ich gerade sehr, sehr schlecht geregelt. Da sind wieder so viele Leute. Aber wir wollen hoch, um unsere Sachen natürlich wieder zu holen. Da hatten wir nämlich ziemlich viel gesammelt. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal auch durchs Spiel ein bisschen schneller durch. Ich habe mir ja bisher sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Bin ich ehrlich. Eins, zwei, drei. Schon wieder zu wenig Ausdauer gehabt für den einen Attack. Also manchmal ist das kacke. Davon haben wir mittlerweile sogar 5 Stück von diesen Dingern. Wenn wir uns auch gerne einen nochmal reinziehen. Diesen zum Glück mal tun. Never mind, das ist wieder einer mit Rüstung.
So. Und wenn wir jetzt hier oben sind, sollten wir unsere Sachen gleich wieder bekommen. Ja, da hinten irgendwo. Da ist er ja. So, ich brauche ja nur dich. Lol, er hört auf zu spielen. Ich habe dich das letzte Mal verschont. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur aufhören? Eins, zwei. So, kommt da, Bibis. Kommt ran. Immer nur ein auf einmal, ne? Alles andere wäre ein bisschen too much. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Damit haben wir dich. So. Meine Güte. So. Jetzt sammeln wir das Ding auf. Sind wieder Full Life natürlich. Und können auch links oben lang. Ich krieg die Krise. Und da können wir auch lang. Holy moly. Ja, ich werde schon wieder. Ah, da ist er ja. Das Arschloch. Der andere guckt gerade nicht nach hinten. Ich hab absolut keinen Dings. Danke, dass du deinen Mate getroffen hast. Nicht runterfahren, Bro. Hat der andere mich bemerkt? Nö. Okay, tschüss. Dieser komische Typ, ne? Also was mit dem da unten los ist, weiß ich auch nicht. Oh, nehmen wir kurz mit. Ah, Tarnsporn, okay. Ich glaube, der fällt runter. Und tschüss. Okay, den da hinten ignorieren wir. Wie viele Gegner das sind, ich krieg die Krise. Also, nicht Gegner, ich kann von mir aus die Gegner alle da sein, aber das sind so viele Wege. Ja. Ne, er hört wieder auf zu spielen. Okay. Gut. Willst du angreifen? Okay, was war das denn jetzt? Oh mein Gott, bin ich echt in der Falle gelaufen. Eins, zwei und drei. Lol. Ich hab's echt zu spät eingesetzt. Scheiße. Egal, nicht schlimm. Juckt nicht. So, hier können wir irgendwas aufheben. Jetzt hier das Zeichen again. Stimmt, ich habe vergessen, wir hatten ja noch diese komischen Dings. Manuskript des Trotzes. Keine Ahnung, was das macht. Aber haben wir gefunden. Müssen wir irgendwann auch alles mal ausprobieren. Du bist neu. Also du sahst neu aus. Stark warst du trotzdem nicht. Es sieht immer so aus, als würde man sich da durch irgendwie kriechen können. Und hier ist schon wieder ein Ding zum Durchkriechen. Und man hört was sehr, sehr Lautes. Okay. Okay. Das ist was sehr, sehr Lautes. Hör bitte auf damit. So, den töten wir auch kurz. So, und danach gucken wir rechts weiter. Also, ich weiß halt nicht, wo ich lang gehen muss. Das ist mein Problem. Weil eigentlich will ich das andere ja noch zuerst machen. So. Einblick nehmen wir mit. Immer natürlich. So. Weil hier kann man ja auch weiter. Ja? Schaut euch das mal an. Wo geht's denn jetzt hier hin? So viele Gebiete. Und ich glaube, das ist ein richtiges neues Gebiet. Oh, das warst du. Du Hund.
Hält sogar 3 aus. Schau mal einer an. Deswegen würde ich sagen, wir gehen wieder zurück und suchen uns da ab, wo wir halt uns noch auskennen. Also wo wir noch weiter wissen. Wo man noch weiter suchen kann. Ah. Crazy behindert das Spiel. So viele Wege und weiß ich nicht was alles. Link rechts, das müssen wir glaube ich gar nicht machen. Oder? Aber wo müssen wir denn jetzt lang? Hier, oder? Ja, genau. So, die nehmen wir natürlich wieder mit. Immer mitnehmen. Ach so, lol, ich habe die Lute hier, rumgekickt, wie weiß ich nicht was. Aua. 1, 2, 3. Ah, da ist ja noch einer. Okay. 1, 2, 3. Und da habe ich euch noch. Dich gibt's ja auch noch. Scheiße. Okay, kein Problem, nehme ich mit. Okay, scheiße. Schlecht. 1, 2 und 3. In der Mitte waren wir ja schon. Kennen wir schon. Richtig? Ja, ja, Mitte kennen wir. Kein Problem. Wir müssen, glaube ich, rechts lang. Würde ich sagen. Ich kann das natürlich... Es ist sehr, sehr kompliziert. Kannst du mir wirklich erzählen, dass das jetzt logisch war? Dass ich da jetzt zu wenig hatte? Jetzt sind wir hier, genau. So. Und wir wollen jetzt auf die linke Seite gehen. Hier lang. Bevor wir da hinten hin irgendwo hingehen. Weil hier sehe ich ja, hier waren wir natürlich auf jeden Fall noch nicht. Okay. 1, 2. Es ist, boah. Hier haben wir wieder einen schönen Dude, der wieder rumspielt mit der Dings. 1, 2. Er will auch nicht weiterspielen. Dahinter ist irgendwo. Und hinter uns ist auch noch irgendwas. Aber die sind halt sehr. Die sind halt zum Beispiel sehr einfach zu besiegen. So, da hinten sehen wir auch noch was. Da haben wir auf jeden Fall auch noch was. Ja, scheiß drauf. Nehmen wir alles mit. Hardüberreste. Und den Einblick der Weisheit. So. Wo sind wir jetzt? Und von da hinten sehe ich das immer. Wollen doch da hoch. Genau. Müssen wir jetzt dann hier entlang? Es sind zu viele Sachen. Und zu viele Truhen, die wir nicht öffnen können. Ich bin verwirrt. Wirklich. Was ist das? Taschborn, ne? Ja. Da ist was Lautes. Ist das die offizielle Richtung zum Bossfight? Und von der anderen Seite soll man eigentlich rauskommen? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns weiter hier um erstmal. Turm von Falgrim. Oh mein Gott, jetzt haben wir den Turm von Falgrim. Checkpoint, endlich. Pray, what wayward spirit? Meine Fresse. I shall name you Foundling, and you may call me Sester Janessa. Genau, Janessa Messer. You're uninitiated. Hello. In the Raphaid's mysteries. I see. What a curiosity you are. Wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Ema, Manrendea, Mati, Noter, Zothrak. Ja, vom göttlichen Tag kosten.
Namen suchen. Scheiß drauf, wir haben so viel Zeugs. Komm. Machen wir's. Vielleicht können wir einen guten. Da haben wir Haros. Der bist du. Haros, der Vasal. Shunned by the devout, their allegiances lie to those who offer tar or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Alles klar. So, was können wir skillen? Das Töten zweier Gegner kurz nacheinander setzt deine verheerten Abklingzeit zurück. Beim Erhalten eines Einblicks entsteht die Chance, etwas Gesundheit zu regenerieren. Ja. Hört sich jetzt alles nicht besonders an, deswegen lassen wir es aber sein. Aber wir wissen jetzt seinen Namen. Er ist Haros. Und wir haben einen Turm. Und da ist Schwester Genessa drin. Jetzt sind die Gegner respawned, oder? Aber da geht's zum Bossfight. Das ist gut. Weil dann müssen wir nicht lang rennen. Auf jeden Fall. Ja, sollen wir dann schon mal reinschauen, oder? Also ich denke mal, dass das ein Bossfight ist. Aua. Ich dachte, da wären nur zwei Fallen. Einblick der Vergeblichkeit. Nee, das ist kein Bossfight. Das ist einfach nur ein lauter Gegner. Der erinnert mich... Doch, das ist Grisha. Erinnert mich sehr an... einen gewissen... Ja, an einen gewissen anderen Typen. Vielleicht erinnert ihr euch auch. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, what? Das konnte der aber nicht. Okay. Hallo Grisha. Warte mal, wie hieß der andere denn? Weiß ich schon gar nicht mehr. Wir hatten den anderen auch mit sehr viel mehr Ausdauer versucht zu besiegen. Deswegen kenne ich sein Attack-Muster schon ein wenig. Lol. Das ist neu. Also ein paar Sachen sind anders. Bei dem Jungen. Aber das ist gleich. Und das ist das Wichtigste. Huh? Warte, was? Das hatte ich ganz... Das kann ich nicht härten, wie es aussieht. Oder sowas. Ich hab das ganz sicher... Ich hatte das doch... Lol? Ja, okay. Konzentration. Er hat jetzt... ganz anderes Attacken. Sagen wir mal so. Also nicht ganz andere, aber so ein kleines anderes Muster hat er schon. So, und bei Schwester Genessa speichern wir ja glücklicherweise. Aber bis dahin müssen wir ja sowieso wieder hinrennen. Bis da, wo weiß was ich nicht wohin. Weit weg. Warte mal, vielleicht soll ich bei mir kurz das Fenster öffnen. Eine Sekunde. You're awake. Good. Please. Take this mask. Danke für die Maske. It's not unlike my own. It reveals the way of all flesh. Beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here. Unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht kosten. Wait, krieg ich den anderen Loot? Nee, Instinkt spüren. Was ist das denn jetzt? Das ist dann der nächste Weg, wo wir hingehen sollen, denke ich mal. Da ist Feuer. Nee, das kenne ich noch nicht. Das hatte ich noch nicht gesehen. Oh, what?
das denn? Zerfetztes Gewand. Lebt der? Siegel entfernen. Kriegen wir dadurch das Siegel jetzt? Zum Parieren. Beflecktes Siegel. Gern geschehen. So long since anyone raised a hand toward me in kindness. You seem different. Untouched by false truths. Unfortunately, I have little to offer you. Save for that tarnished seal in your hands. A small gift. But I expect you will find it useful. Ja. Would you grant me another favor? Deep within the temples of the devout. You'll find the sacred glands of the revered. Nebenquest. Bring the glands back to me, so I can extract the true nectar. Just enough to heal me. Kann ich machen. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land. Oh, das ist das Ende des Spiels. Before you end up like me. Okay. Beflecktes Siegel, ja, können wir. Und da können wir, dann ist auch das Warnen dabei. Okay, Siegelinfusion ist das Heilen dadurch, ne? Der alte Gefangene... Achso, ne. Der alte Gefangene hat ein Siegel mit der Macht durchzogen, gibt einer Parade die Fähigkeit, ja, genau, einen Gegner empfindlich für einen Verstärken-Konter zu machen. Siegel benötigt eine große Menge Infusion, genau, und dann heilen wir uns beim Verstärken-Konter. Guck mal, wir haben hier noch... Also, das sind die mehreren Wege, die wir jetzt haben. Dann können wir noch hier hingehen. Was können wir denn noch sehen? Kennen wir das schon? Ich bin mir nicht sicher. Ist das nicht der Anfang des Spiels? I don't know. Was haben wir hier? Also ich erwarte entweder jetzt das eine zu sehen oder das andere. Rechts lang. Turm. Doch, bei dem Turm? Okay, das ist der Turm. Alles klar. Was haben wir jetzt hier? Werkzeugkasten. Oh! Geweihtes Schwert verbessern. Dazu brauchen wir aber erst ein paar Sachen. Alles klar. Was eine komische Scheiße hier. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Sehr, 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 sehr verwirrend. Alles hier. Da unten geht's zum Griecher. Alles klar, dann außenrum. Kann man hier noch irgendwas finden? Sieht schlecht aus. Nee, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir runter zum Griecher. Hieß der Typ vorher auch Griecher? Ah, hier links wurde vielleicht was gezeigt. Kann man da links lang? Nee, aber hier ist eine Inschrift. Können wir ja mal kurz lesen. Der alte Gefangene sitzt zufrieden auf seinem Sitz und wartet auf den Neuankömmling. Das Ungeborene muss mit Geschenken empfangen werden, doch wird auch selbst Geschenke bringen. Im Gegenzug für ungebrochene Treue. Der alte Gefangene könnte der Typ sein, den wir gerade gesehen haben. Und wir sind der Neuankömmling, aber das ist natürlich alles jetzt nicht safe. Boah, dieses Spiel. Wo kommt... Den sehe ich nie. Holy shit. Hallo, Griecher. Aua, aua. Oh mein Gott, zum Fick ist jetzt passiert. Er hat mich mit einer Kombo komplett rausgeholt aus meinem Leben. Eins, zwei. Das wollte ich nicht. Guck, er macht es trotzdem. Ich verstehe das gar nicht, was er macht. Aber ich habe, also ich hatte es gehärtet, aber ich, danach macht er noch einen Attack, der mich fickt. Jetzt sammeln wir das Ding mal ein. So, damit wir auch unser ganzes Zeugs nicht verlieren jetzt.
gefährlich. Vielleicht würde ich die Pilze nicht einfach in mich reinfressen jetzt alle. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich bin behindert. Da kommt ja dieses rote Zeichen. Unparierbar ist das ja auch. Aber, ja. Eieiei. Ja, ich sollte die Pilze nicht in mich reinfressen. Das ist schwieriger, als ich dachte. Ich dachte, den Boss kriege ich relativ einfach hin, weil er sich sehr ähnlich hat angefühlt hat zum Dings. I've kept your flesh safe. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Er hat sich sehr ähnlich angefühlt zu dem Anfangsding halt. Ich glaube, hier gehen wir raus am schnellsten, ne? Genau. Also dem aus der Demo, den wir auch wahrscheinlich noch besiegen werden. So, hier gehen wir jetzt gekonnt durch. Aber es ist doch irgendwie anders noch. Guck mal, was ist dann bei dem Bios? Dem Jungen. Ach komm. Scheiße. Das habe ich gehasst, wenn er mich getroffen hat beim Rausziehen. No, das wollte ich dodgen. Das ging aber irgendwie nicht. Weil meine Tank zu lange braucht. Ich verstehe nicht, was dann passiert, aber... Sein großer Bruder war ein bisschen aggressiver. Aber also man konnte sich dabei auch viel mehr bewegen. Wenn ich ehrlich bin. Schaffe ich sogar einen dritten Attack hier durch? Schaffe ich sogar, weil der dritte macht auch am meisten Schaden. Genau, wenn ich den dodge, dann wird der, dann ist gut. Okay, da konnte ich jetzt leider nichts machen. Oh lol, das ging echt durch. Oh. Der Pilz, der braucht echt lang, um sich den Pilz reinzuziehen. Ich wurde gehittet. Ja, ich nehme nicht besser Ding. No way. Aber ich habe ja den anderen. Genau, ich habe die ja noch ready. So, ich habe den Fokus weggemacht. Das ist wichtig. So. Oh mein Gott, ging der Hurensohn durch. No, no. Das war so ein Schmutz. Wirklich. Das war Bullshit. Mir hat wirklich ein Ausdauer gefehlt. Dann konnte ich den Attack nicht dodgen. Dann musste ich den Hardening, aber dann ist mir aufgefallen, das bringt ja gar nichts. Och nee, wir sind doch so weit gekommen. Wieso bin ich da jetzt echt gestorben?
Das ist. Oh, das passiert immer. Weil es bis zum Dreiviertel, schöne Ruhebahn, alles passiert, dann ein Fehler gemacht und plötzlich kriegt man auf die Schnauze bis zum geht nicht mehr. Okay, ja, dann nochmal. Also, er ist definitiv machbar, sein Tech-Muster ist nicht schwierig. Dann machen wir ihn halt beim dritten Mal. Kein Problem für mich. Komm, jetzt müssen wir ihn aber schaffen. So. Konzentration einfach. Weil sowas ist ja ganz einfach. Gibt's einen Hit. Dann gibt's hier noch einen Hit. Den muss ich leider so machen. Aber zwei sollten wir trotzdem hinkriegen. Genau. Das war ein Fehler. Zwei dicker Fehler. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur einmal angreifen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, was soll man machen, ne? Ich wollte gerade sagen, wo bleiben die Sprungattacks? Ich weiß, dass ich hier ja drei sogar durchkriege. Okay, hier muss ich aufpassen jetzt. Scheiße. Ja, nehmen wir uns den zuerst mit, glaube ich, einfach. Die andere Hülle haben wir ja noch da stehen, genau. Für die Sicherheit, falls wir doch noch sterben. Nase kratzen. So. Ah, shit. No way. Da kam ich nicht mehr raus. Das hat mich getötet. Ich kann nicht mehr. Ich bin in die falsche Richtung. Das war's. Wir hatten noch eine ganze Shell. Oh, Mann. Diese eine Attack ist zum Kotzen, dass ich den nicht gedodged gekriegt habe, weil ich. Ich bin nach links gedodged und er ist auch nach links gelaufen. Ich hätte nach rechts gedodged, hätte ich es gedodged und ich hätte ihn getötet. Safe. Och, komm schon. Aber da, also er hat mir ja mit dem Attack so viel Schaden gemacht. Das ist ja crazy. Ja, perfekt. So. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, ich hasse das, wenn er das so macht. Eins, zwei. Dreier-Kombo drückt ihm halt dick rein. Thank you.
fällt jetzt erst auf, wie hässlich der Typ eigentlich ist. Schaut euch den Jungen mal an. No way! Das war einfach, weil ich mich abgelenkt habe. Das war ganz einfach deswegen. Ich habe mich ablenken lassen, weil ich durch den Böck geredet habe, wie hässlich der eigentlich ist. Das war, das allein war's. Wie gesagt, einfach ein bisschen Karma bekommen. Boah, das war gefährlich. Ich gehe jetzt kein Risiko ein, wir nehmen den jetzt mit. Weil sonst sterbe ich bei dem One-Hit, bei der einen Attacke. Wir dürfen jetzt wirklich keinen Fehler mehr erlauben. Oh mein Gott. Ich wusste, dass das passiert. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, stand ich schlecht wegen dem Scheißbaum. Ich krieg die Krise. Wir schaffen es bis zum 3-4. Es verändert sich nichts in seinem Kit und ich mache nur noch Fehler am Ende. Die ganze Zeit. Ich bleib ruhig, ich mach alles richtig. So greedy ich dann unnötig. Gut, jetzt war ich. Bin ich ehrlich? Also ganz am Ende stand ich richtig unlucky dahinter. Um die Ecke. Das war echt belastend, wie ich da stand. Aber trotzdem, sonst davor auch. Also ich hätte den schon mehrmals töten können. Es ist ja nicht das Problem, dass ich den nicht hinkriege. Ich mache am Ende scheiße ich aber immer rein. Oh, cool. Das war jetzt belastend, dass ich keine Ausdauer mehr hatte. Gut, dass ich das schnell genug abgebrochen hatte. Das dachte ich nicht, dass mich das hittet. Scheiße. Oh mein Gott, aua. Komm, Konzentration jetzt einfach nur. Was war denn jetzt mit ihm los? Die anderen Sachen merke ich ja gerade auch. Ich kann die ja eigentlich parieren. Ich benutze das gar nicht. Vielleicht sollte ich das benutzen, weil beim Bossfight probiere ich es jetzt gar nicht aus. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach war, in dem Game zu parieren.
echt nicht nötig. Ich weiß nicht, ob ich den zu vorsichtig besiege. Das kann auch sein, dass ich das viel aggressiver spielen sollte. Aber 5 Versuche waren echt nicht nötig, Freunde. Wirklich nicht. Das war viel zu viel. So, öffnen wir die Kiste. Was haben wir drin? So, mechanischer Stachel. Neuer Schwert. Der neue Schwert. So, ja, dann Kompendium. Ja, oder... Das ist nervig. Wechsel doch bitte schneller. Geweihtes Schwert? Achso. Wichtige Gegenstände, das ist was anderes. Ein Stachel, der in das geweihte Schwert eingebettet werden kann. Ein schlanker, nadelähnlicher Stachel, der mit einer Fortschrittsmechanismus verbunden ist. Durch Druck auf einen verborgenen Knopf springt der Stachel mit brutaler Kraft hervor. Ich glaube, ich kann den hervor in dieses Schwert, das ich jetzt habe, kann ich den, glaube ich, reintun. I think. So. Da können wir rein. Aber wo kommen wir her? Wo ist das große Loch? Da ist das große Loch. So, jetzt gucken wir erstmal rechts. Da ist ein Loch. Gucken wir links. Da ist ein fucking Loch. Was ist geradeaus? Da geht's einfach runter. In etwas, das versteckt sein soll. Und das ist noch ein Loch, Digga. Wie viele Löcher sollen hier denn sein? Ich gehe erstmal geradeaus. Da haben wir die Dudes wieder. Warte mal, wo genau sind wir jetzt? Ah, natürlich hat nichts gehen, Digga. Wir haben einen neuen Dings. Eine neue... Wer bist du denn? Was kannst du? Und bei denen gibt es, glaube ich, eigentlich immer die andere nächste Waffe dazu. Ist das... Nee, das ist nicht... Das ist der Kettenhaubenkopf. Skelettkopf weiß ich ja, wo der liegt. Wo der gute Skelettkopf liegt, weiß ich ja. So, was kannst du? Sehr viel HP sehe ich gerade. Und sehr wenig Ausdauer. Glaube ich. Vergleichsweise. So. Gibt es hier sonst noch was? Gibt es hier keine Waffe dazu? Eine coole neue Waffe fände ich jetzt echt nice. Aber gibt es, wie es aussieht, nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Boah, ich bin verwirrt. Bisher fand ich Skelett-Dude geil, am geilsten. Also ganz, also vergleichsweise wenig HP, aber sehr, sehr viel Ausdauer, weil... Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich dodge sehr viel. So. Gut, dann können wir jetzt, denke ich mal, links lang. Also es gibt so viele Wege in diesem Spiel, es ist unglaublich. Holy moly. So, gucken wir mal, wo wir jetzt hin ankommen. Und dieses Kriechen, ich glaube, das macht den Entwicklern Spaß. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es macht ihnen Spaß. So, wo geht's hin? Kriechen wieder um die ganze Welt. Hallo. Wo zum Fick sind wir jetzt angekommen? Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Sind das die Wege, die uns vielleicht auch gezeigt wurden? So. Jetzt gucke ich einfach mal. 1, 2, 3. Dodgen wir das. Übrigens jetzt das, wo es mir wieder aufgefallen ist, ist mir in der letzten Folge, habe ich ja gesagt, wo konnte man nochmal Ausdauer regenerieren? Das war in Nioh so. Sorry. In Nioh konnte man das machen. So. Hallo, was haben wir hier drin? Was ist denn da? Minderwertiger Schnaps. Alles klar. Also wo wir jetzt hingehen, weiß ich auch nicht. Also ich habe mir so ein kleines Bild im Kopf von der Karte, aber ich bin vergleichsweise doch irritiert noch.
Also ich weiß ungefähr, wie die Map aussieht. Problem ist aber mehr auch, also die Gebiete sind sehr ineinander verbunden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein riesiges Tal hier, dieses grüne Ding. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie weit das noch geht. Und jetzt sehen wir, oh ja, wir sehen einen Teil von dem, wir sehen das hier jetzt mit diesem Zeugs da. Keine Ahnung, wie es heißt. Das da auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier einfach lang. Eigentlich können wir zurückgehen und die anderen Gebiete noch. Wir haben ja so viel noch zu sehen, aber das machen wir dann später. Wir gehen jetzt hier einfach einen Weg lang und machen den dann auch. So. Weil wir, ach, wir können halt auch noch zu den Beta-Gebieten. Das ist halt das Ding. Und da weiß ich ja, dass es den Skeletttyp gibt, den ich richtig gerne mochte eigentlich. Aber ja. Was will man machen, ne? Gucken wir uns jetzt nochmal das Feuer hier an. So. Ah, shit. Das ist schlecht. Oh, lol, hast du echt? So, du sollst erstmal sterben. So, dich dodge ich gekonnt. Oder auch nicht. Mal gucken, ne? So. Eins, zwei, drei. Komm, komm durch, Jawolski. Und dich auch noch. So. Schön. Ich will auch endlich eine andere Waffe finden. Also ich finde dieses lange Schwert richtig nice. Also sah im Trailer jedenfalls richtig nice aus. Jetzt sind wir wieder im Umland. Okay. Aua. Jetzt natürlich die Frage, wo genau das ist. Aber Umland waren wir ja schon mal. So ist es. Das ist das schon mal ein gutes Zeichen. So, damit haben wir euch. Da, ich würde eigentlich. Ja, oder wir gucken rechts, rechts, links, überall gucken wir lang. Ja. Ganz viele Gegner. Irgendwie halten die jetzt mehr aus. Oder waren die Bogenschützen immer schon tankiger? Weiß ich gar nicht. Nee. Ach, keine Ahnung. Irgendwas wird es schon sein. So weit wollte ich eigentlich nicht gehen, aber ich glaube, ich habe ihn getriggert, ne? Nee, doch nicht. Gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Da sind ja noch mehr. So. Damit habe ich jetzt euch. Ihr seid drei gewesen, genau. Aufnehmen, Einblick der Vergeblichkeit. Nehme ich mit. Die Truhen können wir immer noch nicht öffnen. Keine Ahnung. Irgendeinen Schlüssel werden wir finden. Dann werden wir richtig viele Sachen irgendwie rausgewinnen. Weil wir haben hier so viele von den Dingern, aber vielleicht, eben weil hier jetzt gerade hintereinander so viele sind, kriegen wir vielleicht ja sogar hier schon den Schlüssel. Das wäre ja nett. Oh mein Gott, ich dachte, der macht, der chillt noch ein bisschen. Ja, den Frosch brauche ich nicht. Bräuchte so HP lieber. Eins, zwei, blocken. Das ist schlecht. Ja. Und wir sind tot, weil wir schon einmal gestorben sind. Scheiße. Ich wollte keinen Sprung-Attack machen. Das war mit aus Versehen. Da oben gucken wir jetzt noch hin und nach ist das auch, war es das auch für die Folge. Aber da will ich jetzt noch einmal hin. Aber also, es macht alles so flick-flack. Wie, was, wo, wohin, überall, Wege. Verwirrt mich. Also nach rechts können wir auch, das ist dann der nächste Weg. Und wir haben ja gesehen, es wurden ein paar Wege gezeigt. Und den links kennen wir ja schon durch dieses Zeigen auch. So, ich hoffe, der Grisha respawnt nicht. Einen Bossfight mehrmals zu machen wäre jetzt nicht nett, ne? Aber Bossfights respawnen ja normalerweise nicht. Nur müssen wir uns jetzt hier wieder ein paar Dudes und Dudinen kümmern. Und ein bisschen kriechen. Also das Kriechen ist nervig. Bin ich ehrlich.
Also so lange zu kriechen muss nicht sein. Aber okay. So. Schauen wir einmal an. Was haben wir denn hier? Was werden wir denn hier finden? Hallo! Komm! Ich dodge dich kurz. Das waren echt, wir sind echt weit gelaufen, merke ich gerade, ne? Da war ja immer noch einer. Warum ich jetzt wieder nicht genug hatte, ich weiß es wirklich nicht, an links. Warum ich jetzt wirklich nicht genug Schaden hatte, I don't know. Really, I don't really know. Das hat Entschlossenheit gegeben, ne? Haben wir irgendwas, was Essen gibt? Glaube nicht. Schade. 1, 2 und 3. 1 und 2. Oh, hast du Angst vor mir? Ja, bam. Lol, what? Was war das denn jetzt? Achso, weil wir Entschlossenheit vollbekommen haben oder so? I don't know. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Den hier gab's ja auch noch. Aua. Das Nervigste an den Typen sind, die machen gar nicht mal viel Schaden, ne? Das Nervige ist, dass die einen einfach... Ja, was soll ich sagen? Unterbrechen beim Angriff. Das ist echt nervig. Das wollte ich gar nicht, aber... Ich glaube, dann ist es schneller, wenn ich kleine Attacks mache. Jetzt sind halt wieder so viele Leute hier. Mann! Ja, kommt her, Freunde. Einer am besten. Genau, nur du. Müssen wir uns hier wieder langsam durchkämpfen. Und dann wollen wir rechts da hoch und gucken wir mal, was wir da finden. Und wenn er weitergeht, dann geht er weiter. Wenn nicht, dann machen wir... Also... Scheiß, nochmal. Den macht er zweimal. Doch nicht? So, du bist tot. Da sind so viele, ne? Das ist crazy. Am besten kommen als erstes die Kleinen, ne? Die habe ich ja ganz gerne. Kleiner Nummer. Lol. Fehlt mir echt Dings. Ja, das hat gereicht. Ja, ich habe sehr, sehr wenig Ausdauer, glaube ich, bei dem Typen, wie ich gerade sehe. Also es fühlt sich sehr, sehr wenig ausdauerhaft an. Ich mag eigentlich es sehr gerne, viel Ausdauer zu haben. Aber es reicht erstmal noch. Also vergleichsweise wenig Ausdauer, sagen wir mal so. So, komm mal her. Der eine. So, wir haben ja einen Wiederbelebungsknopf. Ja, und da ist er weg. What the fuck, man. Wirklich. Scheiß Typ. Mit dem Dings. 1, 2, 3. 1, 2. So, ihr kleinen Hunde. Ihr habt mich getötet. Dafür bekommt ihr jetzt auf die Schnauze. 1. Digga, schon wieder. So, bam. 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 So, aber ich will wirklich wissen, was da oben ist. Und was ist das überhaupt für ein komisches Feuerzeichen? So. Bro, nicht triggern. Ich tu dir nichts. Chill deine Eier da hinten, ne? Dir geht's gut. Ja, yeah, ich weiß, dass du da stehst, du Hund. Tanky, Hund. Wait, waren das nicht nur zwei? Nee, das waren drei. Ich hab's nur vergessen, dass es einen dritten gab. So, 1, 2, 3. Und 1, 2. 3. So, hier können wir auch wieder was... Achso, nee, das waren nur die Dinger. Hier können wir aber was aufsammeln. So, hallo. Da oben war ja jemand, ne? Dich. Ja, eigentlich will ich das hier danach erst aufsammeln. So. 1, 2, 3. Jetzt kassiere ich den Damage, ist kein Problem.
Weil wir sammeln ja direkt das andere Ding auf. So. Das war den hier. Danke, mein alles zurück. 4000 Stück. Warte, jetzt habe ich nur noch einen Entschlossenheit? Wieso das denn? Hier oben war nichts. Wohin geht das denn jetzt? Wie hoch geht das jetzt? Wohin? Wie hoch? Wohin? Was soll das? Beim Sprung-Attack bin ich mir echt noch unsicher, weil ich mag halt die Attack-Kombo von dem langen Angriff. Warte, gab es nicht noch irgendwie eins, zwei und danach das? Ah, keine Ahnung. Gibt ja mehrere Attack-Kombos oder so. Oh, guck mal, wo geht's denn jetzt hin? Hä? Freunde, wo bin ich? Wohin geht's? Was mache ich? Ich bin verwirrt. So, aber wo sind wir jetzt in neuem Gebiet oder was? Oder was? Was? Wo? Ja. Wir sind sogar wieder im neuen Gebiet. Das Tempelgelände. What the fuck, man? Ja. Dann machen wir beim Tempelgelände weiter und erwecken kurz hier Schwester Genessa, aber wir haben auch wieder einen Checkpoint. Da können wir auch beim nächsten Mal dann weitermachen. Do not worry. It's only a jest. Ich bin verwirrt. This path ahead is littered with monuments to suffering. Okay. Thought I might lighten the mood. Not that I've ever had much talent for humor. I once knew a man who took the sacrament of ashes. He laughed all the time. Now I'm rambling like an old crone. Sieht so aus wie eine Altzwei. Ja, stimmt. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen, ich mache erstmal nein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Schaut auf jeden Fall wieder vorbei.